alle zusammen, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten. Ich habe das Werkzeug schon in der Hand. Es ist jetzt gerade abends 22:30, konnte nicht mehr pennen, weil wir diese geile Ware bekommen haben. Und ja, wir haben großen Auftrag bekommen, müssen große Gestecke machen. Oder ich mache es morgen früh oder ich starte schon mal. Irgendwie hatte ich Hummeln im Arsch und dachte, ach komm. Ja, wir sind heute nicht im Studio, wo ich sonst bin. Und wir sind auch nicht in Alsmeer, wo die Blumen eigentlich herkommen, sondern bei uns im Lager. Und ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal mit für ein Video, da ich auch diese Woche nicht so viel Zeit habe. Und ich zeige jetzt erstmal richtig fette Ware. Richtig geile Pfingstrosen. Die duften ohne Ende. Auch hier habe ich schöne Pfingstrosen. Schleierkraut, hier habe ich Campanula, Allium, Rittersporn, also ich bin echt eine große Dame, also die ist echt mega hoch und lang. Hier, wenn ihr das riechen könntet, wie die Auguste Louise riecht, mega cool. Ja, und noch vieles, vieles, vieles mehr. Und ein Teil kommt jetzt in dieser Schale rein. Die haben wir schon vorbereitet mit Frischmosi und da werde ich jetzt ein parallel vegetatives Gesteck machen. Ist vielleicht nichts für zu Hause, aber vielleicht mal ganz cool, um zu sehen, wie es so abgeht beim Floristen. Ja, und da werde ich jetzt mit starten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. So, ich habe das jetzt alles soweit parallel vegetativ gesteckt, auf unterschiedlichen Höhen, bewusst auch ein paar etwas höher, ein bisschen tiefer gruppiert. Bei den Gladiolen, falls ihr Gladiolen habt schon, da könnt ihr auch die Spitzen eben draus knipsen oder man zieht sie raus, einfach die obersten zwei bis drei. Ein paar Tipps müsst ihr ja auch bekommen, damit die Blüten auch alle aufgehen. Deswegen stecken wir die auch schon mal vor, damit die Blüten alle, damit es eine reine Blütenpracht ist, wenn das Event soweit ist. Jetzt, also das Farbkonzept soll weiß, Flieder, lila, grün sein. Deswegen finde ich, dass diese Pfingstrosen es noch sehr gut dazu machen. Dann werde ich da noch Gräser reinmachen, Hortensien. Aber das ist so ein bisschen die Idee dabei und ich hoffe, es gefällt euch. Für mich ist es einfach nur ein Hochgenuss und die Zeit fliegt zwar und es ist schon recht spät, aber scheißegal. Wenn man seinen Beruf liebt, macht man alles. Wir kommen langsam zum Ende mit dem oberen Teil. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen die Spritzigkeit. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen Fontänengras reingemacht. Und ich fülle jetzt einfach diese Lücken hier unten mit ein bisschen Frauenmantel und werde hier und da noch gruppiert ein paar Hortensien setzen. Dann haben wir mein Prachtstück oder unser Prachtstück hier vollbracht. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Wenn nicht, es bleibt trotzdem so. Wie findet der Kameramann das denn? Gut? Schön. Das freut mich. Würde ich an deiner Stelle auch sagen. Das letzte Gras wird gesteckt. Gefühlte 20 Stunden später. Nein, das hat jetzt anderthalb Stunden gedauert oder nee, jetzt fast zwei Stunden. Und wir müssen noch drei weitere, die machen wir aber nicht jetzt mehr,
sondern morgen früh mache ich das mit einer Kollegin. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Endresultat. Mir gefällt es sehr. Bisschen arrogant, aber es ist doch wirklich ein Blutpracht. Und es macht so viel Spaß, mit solchen Materialien auch zu arbeiten. Sowas passiert natürlich auch nicht alle Jahre. Also sowas passiert bei uns alle Jahre, auch nicht immer. Ja, wie gesagt, ich habe recht viel zu tun. Das kann sein, dass ich euch hier und da mal mitnehme, wenn ich mal eine Hochzeit oder so vorbereite. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn ja, dann sagt mir einfach Bescheid. Schreibt mir das unten in den Kommentaren. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend. Ich lege mich jetzt ab und ja, schön, dass ihr dabei wart. Ciao!